In der Bibel finden wir eine Fülle von Hinweisen auf den Messias, prophetische Hinweise auf den kommenden Messias. Und interessant ist, dass es zwei völlig unterschiedliche Richtungen sind. Die einen haben einen leidenden Messias im Blick, die anderen sprechen von einem herrschenden Messias. So dass man schon sehr früh im Judentum gesagt hat, das ist ein Kommen und ein Wiederkommen des Messias. Der leidende Messias, er wird sterben, der herrschende Messias, er wird wiederkommen und dann seine Autorität, seine Herrschaft antreten. Das ist interessant, das gibt es schon im Judentum. Wir wissen, dass Jesus, der leidende Messias, gekommen ist, sein Leben hingelegt hat, gelitten hat, gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er wiederkommt, und zwar als herrschender Messias. Diese Thematik wird unter anderem im Laubhüttenfest, das ist das siebte Fest, wird im siebten Monat gefeiert und dauert 7 Tage, spricht also von Vollendung, aufgegriffen. Diese Thematik ist etwas, was im Laubhüttenfest vorkommt. Diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen des Messias. Und interessant ist, dass die Juden den leidenden Messias, den Messias Ben Josef nannten, in Bezug auf Josef aus dem Alten Testament, und den herrschenden Messias, den Messias Ben David, in Bezugnahme auf den König David. Und da gibt es eine Fülle von hochinteressanten Aspekten und Querverweisen und Beziehungen, die ich in diesem Büchlein aufgegriffen habe. Ich möchte dir nur einige Anregungen daraus kurz vortragen. Der Messias Ben Josef. Zwischen Josef und Jesus gibt es hochinteressante Beziehungen. Nur einige Beispiele. Beide wurden in herausragender Weise von ihrem Vater geliebt. Beide wurden von ihren eigenen Brüdern gehasst und verfolgt, die sich vereinigten, um sie zu töten. Beide wurden an Heiden überliefert und mussten unter ihnen ungerechtfertigt leiden. Beide mussten in die Tiefe und wurden daraus in extrem bedeutungsvolle Positionen erhoben. Beide wurden zum Segen für die Heiden. Beziehungen zwischen Josef und Jesus, dem Messias, Ben Josef. Witzigerweise heißt sogar der Vater von Jesus Josef. Wir merken, da steckt viel drin. Der Messias Ben David ist der herrschende, wiederkommende Messias. Auch dort gibt es eine Fülle von Beziehungen, nur einige kleine Ausschnitte. Beide entstammten dem Stamm Juda. Beide wurden von ihren Brüdern gering geachtet, obwohl sie von Gott erwählt waren. Um beide sammelten sich ausgestoßene und unbedeutende Menschen, die Großes erreichten. Beide hatten eine einzigartige, innige und persönliche Beziehung zum himmlischen Vater. Beide erlitten Verfolgung und Drangsal und wurden von denen, die sie liebten, verraten. Beide kamen nach Versuchung und erduldetem Unrecht in die Position des Herrschers. Beide gelten als Inbegriff des Hirten wie auch des Königs. Und beide wurden in Bethlehem geboren und starben in Jerusalem. Du merkst, es steckt viel drin. Und das habe ich hier in diesem Büchlein aufgeschrieben. Ich lade dich herzlich ein, es dir zu bestellen. Es wird dich segnen, sei gewiss, wie auch die anderen. Es wird dich segnen und dein Glaubensleben beschenken. Das Schönste ist, mit dem siebten Fest, dem Fest der Vollendung, ist es noch nicht einmal zu Ende. Es gibt einen 8. Tag bei diesem Fest, Shemini Atzeret. Und dieser Tag hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Das ist der Tag des Neuanfangs. Ich lade dich herzlich ein, dir diese Bücher zu bestellen, denn die Botschaft aller Feste der Bibel ist, Gott hat mehr für dich.